Und damit begrüße ich euch zurück zum Radsportmanager YouTube Abonnententeam. Team Bianchi ist am Start, nur leider nicht bei der Flandern-Rundfahrt. Ich habe alles gegeben und normalerweise hat es immer funktioniert, das Profil reinzuladen. Bei der Runde von Flandern hat es nicht geklappt. Also Flandern-Rundfahrt no. Deswegen auch ein etwas komisches Ergebnis, weil es natürlich wieder Quebec war. Wir haben alle wieder am Gebäck genascht. Aber Lars Ritter hat in der Simulation, ich habe es extra nicht gespielt, weil wir wissen alle, ansonsten würden wir das Ding locker gewinnen. Lars Ritter hat das Rennen auf Platz 3 beendet. Tische Benot hat gewonnen vor Laurens ten Dam. Aber da gehen wir einfach mal ein bisschen drüber hinweg und sagen, gut, das hat niemals stattgefunden. Gebäck ist in der Vergangenheit. Wir sind alle top in Form. Wir leben vegan, wir ernähren uns nur noch von Gurken und sonstigen grünen Sachen. So, also, dann geht's weiter mit der Baskenland-Rundfahrt. War jetzt mal wieder eine längere Pause. Da haue ich auch direkt mal gegen das Mikrofon, weil ich schon wieder nicht gewöhnt bin. So, mein alter Job ist jetzt rum. Mein neuer Job beginnt. Bedeutet für mich geregelte Arbeitszeiten, geregeltes Aufnehmen, geregelte Zeiten, wann die Videos kommen. Vielleicht auch mal, wenn ich eben mal einen sehr produktiven Samstag habe und sehr, sehr viel aufnehme, das ich quasi für 2 Wochen im Voraus produziert habe. Da kann man dann vielleicht auch mal streamen an einem Samstag. So viele Optionen und so viel Spaß auch weiterhin an der Sache. Ich meine, den Kanal gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Und sehr, 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 sehr viele Videos. Natürlich alles in so einem Nischenprogramm, wo man jetzt nicht unbedingt Milliarden Euro mit verdient. Ist aber auch nicht schlimm. Hauptsache, man hat Spaß dran. Was es auf jeden Fall geben wird, es wird ein Giro d'Italia Let's Play geben. Das werde ich dann vielleicht nächsten Samstag, da muss ich mal schauen. Vielleicht fange ich aber auch heute schon an. Das wird natürlich nicht immer tagesaktuell aufs Geschehen eingehen können, weil ich da nicht die Zeit dafür habe, jeden Abend aufzunehmen. Aber ich versuche eben wirklich täglich auch eine Folge zur Giro d'Italia Etappe so ein bisschen als kleine Vorausschau hochzuladen. Das kann man sich ganz einfach, Radsportmanager 18, haben ja wahrscheinlich einige, dann einfach in den Steam Workshop reingehen und dort kann man sich die Datenbank für 2019 und da ist auch schon das Profil für den Giro d'Italia 2019 drin. Zumindest sah es jetzt so aus. Müssen wir mal schauen, ob das passt oder ob da einfach nur die Namen genannt, geändert wurden, die Etappenziele. Das hoffe ich nicht. Aber ich werde es mir nochmal genau anschauen. Jetzt geht es erstmal ins Baskenland von Bilbao nach Bilbao. Da müssen wir schauen, dass wir jetzt keine Doppelungen haben, weil die Baskenland-Rundfahrt geht jetzt natürlich 6 Tage bis zum 9. Der Scheldepreis ist und Paris-Roubaix. Natürlich nehmen wir jetzt aber auch keine Kopfsteinpflasterfahrer mit ins Baskenland. Die werden da von der ETA wahrscheinlich eh einfach weggesprengt. Die haben da nichts verloren. Weißt du, die ganzen Schwergewichte, die wir da haben. So, wir schauen uns mal das Profil der Baskenland-Rundfahrt an. Das ist vor allem sehr, sehr hügelig. Jetzt müsste ich... Oh Gott, ich bin komplett raus aus dem Spiel. Ich weiß gar nichts mehr. Also 2 Wochen mal wieder nicht gespielt, schon wieder raus. So, letztes Mal hat Chris Froome gewonnen. Also sehr hügelig. Hier gibt es mal ein paar Berge der ersten Kategorie, die aber eigentlich bei der Tour de France und bei anderen Rundfahrten wahrscheinlich auch eher als Hügel gelten werden oder würden. Und es gibt zum Ende noch ein 18 Kilometer langes Zeitfahren. Da können wir ja auch nochmal ein Augenmerk drauf werfen. Jetzt kommt natürlich erstmal, Christian Gebhardt kommt nicht mit, auch wenn die Fitness noch nicht ganz so gut ist. Schauen wir uns jetzt erstmal die Hügelfahrer an. Wen haben wir da dabei? Max Power sollte auch eher Kopfsteinpflaster natürlich fahren. Jule Tyson, Jan Gravitz würde ich auch rauslassen. Also für den Sprint brauchen wir hier definitiv keinen Fahrer. Es gibt keine flache Ankunft. Dann nehmen wir lieber die Allrounder mit. Die 2. Etappe ist relativ flach mit vielen Bergen der 3. Kategorie. Bergwertung ist natürlich immer ein Thema für uns. Da können wir mal wieder schauen, ob wir einen vorne in der Ausreißergruppe platzieren. Gerade auf der 1. Etappe klappt das ja häufig mal, dass wir da durchgekommen sind. Ja, aber einen Sprinter, einen richtigen, brauchen wir nicht. So, Tom Müller, der bislang noch nicht so richtig geliefert hat für uns. Wie schaut's aus mit den Ergebnissen? 2. bei Mailand Sanremo, gut. Da war aber das Spiel auch schwach. Paris-Nizza auf Platz 18, also wie gesagt, da ist noch richtig Luft nach oben. Dann haben wir Jonas Gerke dabei, der uns immer noch nicht seine Schwester vorgestellt hat. Bei Mailand Sanremo auf 5 reingefahren, Tirreno Adriatico die Bergwertung geholt und auf Platz 19 beendet. Also da ist auch noch eine Bringschuld da. Benny Fuchs würde ich mitnehmen, der neue Benny Fjord im Team. Michael Schmidt fürs Zeitfahren wäre es eigentlich ganz cool. Ach cool, man kann sogar mit Rechtsklick drauf gehen. Ha! Siehst du, da spiele ich 10 Jahre das und das ist wie früher beim Fußballmanager. So, James Sollier, Formhöhepunkt, leider entwickelt er sich nicht. Ich habe keine Ahnung warum, ich habe auch in der Datenbank nochmal geschaut. Da gibt es einfach nichts, was man verbessern kann. Noch keine Ergebnisse dieses Jahr. Letztes Jahr immerhin bei der La Tropicale Amisabongo.
eine Etappe lang das Führungstrikot getragen. Meine persönliche Lieblingsetappe. Rennen übrigens am Isabongo, klingt einfach total sexy. So, einen Fahrer brauchen wir noch. Paul Klöckner ist noch krank. Was hat er denn? Der hat noch schwere Rückenschmerzen, die haben wir alle. Hat auf jeden Fall Rücken. So, Mathis van Hinken wäre natürlich eine Option. Beim Skeldepreis hat er eh nichts zu sagen. Heiko Gabel lassen wir mal daheim. Der soll sich mal ein bisschen ausruhen. Christian Gebhardt, Roman Keune. Ja, lassen wir auch mal raus. Und dann sind hier unten eher die Fahrer, die am Hügelberg nicht ganz so gut sind. Die Oslislok würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Dann lassen wir Johannes Thea noch raus. Dann nehmen wir nämlich nur einen Sprinter mit und nehmen die Oslislok. Der ist am Hügel gut, der ist im Zeitfang gut. Da könnten wir theoretisch auch Christian Reuter nehmen, der aber nicht ganz so gut in Form ist. Lars Ritter soll sich erstmal ausruhen nach seinem Parforce-Ritt zum dritten Platz bei der Ronde von Flandern, was sehr realistisch ist mit seinen Werten. Kopfsteinpflaster 55 war bestimmt sein Saisonhöhepunkt. Genau, und dann lassen wir das so. Kevin Dorfschäfer, ja, der kann dann auch Richtung, ich weiß gar nicht, was sein Ziel war. Das habe ich natürlich jetzt alles schon wieder vergessen. Wo sein Saisonhöhepunkt ist, wahrscheinlich Richtung Abu Dhabi Tour, Giro d'Italia. Okay, da ist die Form dann allerdings noch nicht ganz so gut, die geht dann erst während des Giros hoch. Müssen wir schauen, wie wir das alles hinbekommen. So, Team ist ausgewählt, ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Rennen. Das 3D-Rennen geben wir uns. Ich nipple an meinem Kaffee, Mathis van Hinken hat die minus 1, Benny Fuchs ebenfalls. Aber wir haben einige Fahrer, die top drauf sind, unter anderem Daniel Munz, der ja einfach alles gewonnen hat in letzter Zeit. Ich glaube, die Katalonien-Rundfahrt hat er geholt als Ausreißer und hat jetzt schon wieder eine super Tagesform. Also der Mann, das wäre doch einer für die Ausreißergruppe. Gerke ist sogar bei den Favoriten mitgenannt. Und ich glaube, da haben wir ein paar gute Chancen. Wir müssen, je nachdem, welche Position wir jetzt fahren, wir müssen nicht jede Etappe spielen. Da können wir vielleicht auch mal, falls wir dann keine Chancen mehr haben, so nach Etappe 3, 4, dann hauen wir vielleicht wirklich nur noch das Zeitfahren rein und simulieren den Rest. Generiere Vegetation. Sehr, sehr schön, in der Tat. Ich werde jetzt nur noch so moderieren übrigens. Mit einem kleinen Sprachfehler. So spreche ich irgendwie momentan die ganze Zeit. Keine Ahnung, das habe ich mir angewöhnt, wenn ich irgendwie doof klingen will, also noch dümmer als ohnehin schon, dann fange ich an zu lispeln. So, Kwiatkowski ist dabei, Alaphilippe, Daniel Martin, Simon Yates, Valverde, Costa, Uran, Bardet und Quintana. Habe ich noch von keinem irgendwas gehört, also richtige No-Names hier am Start. Ich denke mal, da haben wir echt gute Chancen. Da lesen sich doch Fuchs, Gerke, Müller, Munz, Oslislok, Schmidt, Solier und Heidi Klum lesen sich dort auch richtig gut. So, Skoda, BASF und Paulaner sind auch dabei. Werfen wir gleich einen Blick drauf, wer uns da mal wieder keine Konkurrenz macht. Gerade von Team Skoda kommt ja eigentlich gar keine Konkurrenz. 1, 2, 3, 4, Fleckenstein, alles muss verstecken sein, ist dabei. Und Miana Aceval. Der zugekaufte Abonnent. Ich kaufe mir ja auch die meisten Abonnenten selber, das wissen die wenigsten. Ich mache das wie die AfD auf Twitter. Ich kaufe mir einfach meine Follower. So, da sind wir auch schon drin. Ich schaue mal, ob die Aufnahme auch läuft. Läuft. So, Team Sky mit dem italienischen Meister. Sky wird es ja auch nicht mehr geben. So, erstmal wieder umgewöhnen. So, Gerke mit der Plus 4, holy. Der wird aber nicht weg dürfen. So, machen wir erstmal kurz ein Päuschen. Schicken wir alle nach vorne. Und stellen den Wert schon mal etwas höher, damit die da keine Platzierung finden. Ansonsten sieht es nicht ganz so gut aus. Tom Müller könnten wir natürlich in die Ausreißergruppe schicken. Würde ich aber vielleicht dann einfach mal für den letzten Berg bei Gerke lassen. Jo, dann schicken wir Daniel Munz wieder weg. Der Mann hat es einfach raus mit der Plus 2 heute. Hat das richtig gut gemacht. Auch einen ordentlichen Beschleunigungswert für die Hügel. Da werden jetzt auch gleich die ersten Ausreißer wahrscheinlich versuchen wegzukommen. Daniel Munz kommt leider nicht raus, weil der Fuchser ihm im Weg ist. So, dann setzen wir die Attacke mal selber. Schauen, ob das Hauptfeld reagiert. Den Sieger der Katalonien-Rundfahrt. Vuelta a Catalunya. So, dann schauen wir hinten mal. James Solier kümmert sich mal um Gerke. Dann kümmert sich der Fuchser. Der Fuchser. Der Müller. Jetzt geht's. So, Munz könnte auch mal langsamer jetzt machen, glaube ich. Da kommt der Malen kommt mit. Pinto, Sergio Pinto aus der Schalker Jugend. Wolf Biermanns. Jul Jensen. Der wird immer ausgejult. Und ja,
Robinson und Caruso haben einfach keinen Bock. Gut, Van Hinken und Schmidti. Van Hinken, ja, könnte heute natürlich auch eine Ankunft für Van Hinken sein. Mit der Minus 1 wird es aber schwer. Schmidti und Van Hinken fahren dann jetzt einfach mal gesondert. Das sind was Besonderes. So, jetzt kommt erstmal nur eine Sprintwertung. Und jetzt können wir auch vom Tempo runtergehen. Uns da anpassen. Und dann sind wir mit Daniel Munz wieder mal in der Ausreißergruppe. Der Verfeke kommt noch, der flucht immer. Zardini. So, langsam geht's in die schöne Phase der Saison. Wir sind jetzt ja hier erst im April, also die Realität hat uns mal wieder eingeholt. Realität ist einfach ein Arschloch. Merkt man immer wieder. Dann fliegen wir mal zu Daniel Munz vor. Sind jetzt, heute ist der 4.5., wenn ich das aufnehme. Die Folge müsste dann also quasi am Sonntag kommen. Wout Poels hat ein Loch im Zahn. Der Witz, der wird einfach ständig durchgezogen. Die Sprintwertung, da scheißen wir drauf. Völlig egal. Jente Biermanns ist einfach auch ein schöner Name. Und dann schauen wir, dass wir den Berg der dritten und zweiten Kategorie zumindest gewinnen. Und dann vielleicht ja sogar eine Chance hinten raus haben. Normalerweise funktioniert das immer ganz gut bei einem abfälligen Terrain hinten raus, dass das Spiel dann nicht so gut reagiert. Und vor allem wird es wahrscheinlich wieder kurvig sein. Und in Kurven fahren ja immer alle gleich schnell. Das wissen wir ja. Das ist im echten Leben ja auch so. Deswegen wird Lewis Hamilton auch immer Weltmeister. Und Vettel nie. Ich habe noch nicht viel Formel 1 gesehen dieses Jahr. Aber ich drücke Vettel eigentlich jedes Jahr die Daumen, obwohl es sicherlich auch viele gibt, die ihn nicht mögen und immer meckern, weil er ja so ein schlechter Verlierer ist, wo ich mir denke, ja, Lewis Hamilton, Alonso, das waren richtig gute Verlierer und die werden immer in den Himmel gelobt, wenn sie dann wieder irgendwelche blöden Sprüche bringen gegen das Team oder gegen andere Fahrer. Da wird immer gesagt, wow, wow, so ein Charakterkopf. Und beim Vettel ist es halt immer, der Depp aus Heppenheim. So, dann holt uns die Oslislok mal ein Wasser. Unser Fabian Cancellara mehr oder weniger, auch wenn er kein Kopfsteinpflaster kann, aber so der typische Edelhelfer, der im Zeitfahren wichtig ist. Und in der Sprintanfahrt natürlich auch. Jetzt nicht als letzter Fahrer, aber als einer der Ersten, der einem da in die Position bringt. So, 4 Minuten Vorsprung. Sind es circa 7 Fahrer. Wir können mal schauen, nochmal, wer dabei ist. Zardini ist dabei. Dann Juul Jensen. Ryan Mullen. Heißt er Ryan? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, er wohnt in einem Ryan-Haus. Dann haben wir Pinto mit dabei, Zardini und natürlich den schon angesprochenen Biermanns. Jo, 2 Belgier, die aber wahrscheinlich nicht kooperieren werden. Die Belgier sind ja wieder böse im Kommen. Da ist eine richtig talentierte Generation auf dem Vormarsch. So, Daniel Munz muss ich mal ein Wasser holen. Wie gesagt, beim Giro d'Italia muss ich mir nochmal anschauen, ob das Profil dann auch wirklich das echte Profil ist, ob sich da jemand hingesetzt hat und den Giro d'Italia echt gebaut hat oder ob da einfach nur die Namen geändert wurden von den Ankünften. Das wäre natürlich nicht so geil. Aber ansonsten wäre das was täglich kommen würde. Da wäre eine Folge auch gar nicht so lang, kommt drauf an. Wenn es natürlich jetzt eine Flachetappe ist, dann würde die mal vielleicht 10, 15 Minuten dauern. Eine Bergetappe dauert dann eben schon mal eine halbe Stunde. Das wisst ihr ja schon alles. So, jetzt darf ich natürlich die Bergwertung nicht verpassen. Ansonsten wäre das alles schon mal for the cat. Das sind jetzt noch 7 Kilometer. Dann gehen wir nämlich jetzt mal runter zu Daniel Munz, unserem Mann fürs Grobe. Kann echt nicht mehr sprechen. Ich bin auch total durch, weil jetzt gerade 2 Jobs parallel waren. Jetzt habe ich den einen quasi endlich mal beendet. Und jetzt geht es dann quasi direkt mit dem nächsten weiter. So, dann fahren wir mal nach vorne. Ihr kennt ja meine Taktik. Immer schön von vorne. Wenn ihr mir schon mal nachts im Dunkeln begegnet seid, samstags, und seid eine Frau oder Mann, dann wisst ihr, dass das genau meine Taktik ist. Alto de Morga. Das ist wahrscheinlich mal eine Fata Morgana. So, Zardini. Klingt einfach nach einem Pokémon. Zardini. Aquaknarre. Ich habe voll Bock, Pokémon zu spielen, jetzt wo ich auch den Trailer für Pikachu Detective gesehen habe. So, komm auf, Daniel, zieh!
Das müsste doch reichen. Ziehe durch. Super. Also, Bergwertung, die erste gewonnen. Berg der zweiten Kategorie kommt aber auch noch. Da war Zardini. Zardini, unser größter Konkurrent. Pinto hatte da keine Chance und Biermann sowieso nicht, weißt du. Der singt immer noch seine Lieder, schreibt über Barbara. So ist das. So, 63 Kilometer, gar nicht so lang die Etappe. Aber mittags muss man ja auch immer Siesta machen. Alto de Vivero, del Vivero. Der Anstieg beginnt dann in rund 10 Kilometern. Den sollten wir uns eigentlich auch sichern. Wir sind eigentlich der Stärkste. Fuchs ist gestürzt und Müller. Uiuiui, von hinten hat es auch noch hingerauen. Not good. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir das irgendwie parallel hinbekommen. Oh, das war aber ein riesiger Sturz. Ah ne, von hinten konnte nur nicht mehr ausweichen. Aber ich denke mal, die komplette Team Skoda ist wieder involviert. Wahrscheinlich war Blowjob Lindemann wieder am Werk. Aber Müller und Fuchs fahren wieder. Okay, dann sollen sie in der Gruppe mitkommen. Tom Müller irgendwie nicht so richtig vom Glück geküsst. Bislang bei uns im Radsportmanager. Da war noch nicht so viel los. Wie groß? Oh, der Abstand ist aber schon ganz schön groß. Aber Gerke haben wir auf jeden Fall noch, unser Mann für die Gesamtwertung. Schmidti natürlich auch. Bergwert von 79. Der muss vorne auch mit dranbleiben. Jetzt gehen wir wieder vor. Nicht, dass wir den Hügel verpassen. Jetzt ist natürlich wieder viel zu tun. Jetzt müsste man eigentlich sagen, hier, ich splitte das auf meinen Co-Teamchef. Den habe ich ja nicht. Oh, ja, jetzt sind wir aber schon relativ weit oben im Berg. Versuchen wir die Gruppe schon mal wieder etwas kaputt zu fahren. Jetzt fahren wir natürlich außen rum. Heißen Bräute wieder am Rand. Pinto ist auf jeden Fall raus. Biermanns auch. Das ist natürlich jetzt gut für die Ausreißergruppe, so ein Sturz, in Anführungszeichen gut. Weil jetzt da hinten Unruhe im Feld herrscht und damit können die Ausreißer wieder ein paar Körner sparen, wobei das jetzt gerade nicht so der Fall ist. So, jetzt werden wir wieder ein Auge drauf haben, wann er rausnimmt. Theoretisch kann man natürlich auch als nächstes schon Attacke einstellen bei statt Einsatzbalken. So, aber der Balken blinkt und ich glaube, ja, da können wir schon mal ein bisschen rausnehmen. Da kommt keiner mehr zu uns hin. Sardini versucht es nochmal, aber dann sparen wir schon mal ein paar Körner. Super. Bergwertung fix. 9 Punkte für Daniel Munz. Jetzt schauen wir, dass wir die beiden hier noch mitnehmen, beziehungsweise ja, es könnten sogar 5 Fahrer nochmal werden. Und dann geht es zum letzten Berg der zweiten Kategorie. Da müssen wir schauen, dass wir hier auch nicht, ja gut, Oslislok, weiß nicht, was da passiert. Das ist wahrscheinlich einfach abgehängt worden, ist nicht schlimm. Gerke hat noch Solier an der Seite und Schmidti ist noch mit dabei. Das haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber die fahren relativ weit und gut vorne mit. Ja, Gerke muss weiter vor. So, Schmidti kümmert sich jetzt um Gerke. Und dann bitte etwas weiter vorfahren. Zu euren Vorfahren. So, und da richtig rangekommen sind die hinten noch nicht. Ich meine, wir fahren mit dem 60er Wert bergab. Meine Herren, ey, ich bin so dermaßen durch. Ich freue mich auch einfach gleich, mich auf die Couch zu legen und die ersten 4 Folgen Game of Thrones zu schauen. Die ersten 4, die ersten 3, ich weiß es nicht. Ich schaue auf jeden Fall alle Folgen Game of Thrones, die bislang raus sind. Da freue ich mich wie Bolle drauf. So, leider wird das für Müller nichts mehr werden. Da sind der Fuchser ist auch noch mit dabei, Mathis van Hinken, aber gut, der ist eigentlich auch nur für die Sprintankunft mal gebucht. So, wie schaut's hier vorne aus? Es sind noch 2 Minuten Vorsprung, 36 Kilometer, Berg der zweiten Kategorie steht noch an. Wir haben hinten das Feld, wo Schmidti und Gerke noch mit dabei sind. Gerke kann auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. So, Solier hat einen guten Job gemacht, Oslislok leider relativ schnell rausgefallen, aber da habe ich wahrscheinlich einfach auch gepennt. Stellen wir jetzt alle mal auf automatisch. Vorne wird leider nicht mehr richtig schnell gefahren, beziehungsweise keiner fährt mehr, weil wahrscheinlich auch keiner mehr kann. Das ist dann auch das Ende der Ausreißergruppe, muss man sagen. Ich kann jetzt mit Daniel Munz nicht attackieren.
Die müssten jetzt noch in den Berg der zweiten Kategorie reinkommen und dann, dann könnte das helfen. Aber hier wird jetzt auch richtig Tempo gemacht. Also setzen wir heute auf Gerke. Schmidti bringt ihm gerade das Wasser. Dann kann Daniel Munz vielleicht sich gleich auch nochmal um Gerke kümmern. Dann kann Schmidti noch ein paar Körner sammeln. Oder sparen, besser gesagt. Dann gibt es hier keine Lust mehr, ne? Ist mir alles wurscht. Dann werden wir halt aufgefahren. Kommt die Stampede. So stellt man sich das ja immer vor, wenn dann das Hauptfeld so kurz vorm Sprint die zwei Ausreißer einholt. Boah, jetzt fängt hier gerade an zu hageln, denn ich dachte schon, es steht einer in der Wohnung. So, also Schmidti, aber natürlich schön weit vorne fahren, bitte. Gerke auch schön weit vorne, super. Und schau mal, was so geht in den Berg der zweiten Kategorie rein. Was hat Gerke? Einen guten Wert in der Ebene auch. Im Hügel heute die 81, Beschleunigung 78. Da können wir ganz gut mithalten. Wir dürfen natürlich nicht zu viele Körner jetzt verballern, schon vor dem Berg, aber jeder weiß, so ein Berg, wie lang wird er sein? Ja, 4 Kilometer circa, wenn man es ausrechnet. Das wird ein interessantes Finale werden. Vielleicht doch einfach mal so in Position fahren. Nehmen wir Schmidti noch mit dran und fahren doch mal wieder unseren Zug. Der allseits bekannte Zug, den ja viele nicht mögen. Aber für mich ist das immer die sicherste Variante. Jetzt fahren wir auch selber von vorne rein. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So, dann haben wir mal ein richtig hohes Tempo rein. Da kommt jetzt, ja klar, Mikkel Landa, der da an Daniel Munz vorbeizieht. Der Berg ist nicht besonders lang. Wir warten nochmal. Okay, das wird schwer. Na, jetzt haben wir es doch nochmal gewuppt, aber jetzt ist natürlich das Tempo extrem hoch. 2,3 Kilometer. Okay. Kleine Lücke rausgefahren. Vielleicht fahren wir aber auch einfach viel zu schnell. 1,3 Kilometer noch. Na, da gehen wir doch nochmal. Schauen, ob wir da wegkommen. Jetzt geht es erstmal nur noch bergab. Valverde sieht ziemlich platt aus, aber Gerke sieht jetzt auch nicht topfit aus. Jetzt geht es hier über die Gruppe, aber dann sind wir alleine unterwegs. Nee, komm, wir warten auf die Gruppe. Das macht keinen Sinn, da jetzt alleine vorne wegzufahren. Naja, das haben wir nicht ganz gewuppt. Da sind dann doch 30 Fahrer. Munz und Schmidt sind auch noch mit dabei. Also nehmen wir hier auch wieder Tempo raus. Schauen, dass Schmidti sich um Gerke kümmert und dann versuchen wir es vielleicht... Ups, da sieht man wieder... dass Schmidti sich um Gerke kümmert. Und Daniel Munz, glaube ich, ist nicht mehr so richtig fresh, aber der hat auch einen guten Beschleunigungswert. Vielleicht können wir uns jetzt nochmal erholen, dann an dieser Kuppe nochmal attackieren. Diese kleine. Dann halten wir das Tempo ein bisschen hoch. Mit Daniel Munz. Dass da vielleicht auch nicht mehr so viele hinten rankommen, was aber auch nicht so wichtig wäre. Aber dann können wir das Tempo vielleicht einfach drosseln, in dem Moment, wo es in die Kuppe reingeht. Und dann attackieren wir nochmal mit Gerke und versuchen es. Okay, jetzt sind wir im Tal und jetzt geht es dann eigentlich gleich nochmal kurz nach oben. Das sind noch 5,7 Kilometer.
eigentlich wirklich nur eine ganz, ganz kurze Kuppe, aber wir nutzen das jetzt einfach mal. Und hoffen, dass die da hinten pennen. Geht der natürlich gleich in Sprint über, oder? Ja. Nehme ich nochmal kurz raus. Fahre mit der 90 weiter. Weiß nicht, ob die da hinten nochmal rankommen. Zieh, Junge! Ah, da kommt eine Kurve noch. Sehr gut. So, komm. Zieh's durch. Das müsste doch passen. Yes. Sehr gut. Also, Gerke gewinnt die erste Etappe, Baskenland-Rundfahrt vor Jungels. Die Attacke oben am Berg hat nicht so gezündet. Schmitti ist auch noch mit in der Führungsgruppe dabei. Da haben wir Alaphilippe, Keldermann und so weiter düpiert. Und haben immerhin noch drei Fahrer, die aufs Gesamtklassement fahren können. Und Schmidt hat ja auch noch das Zeitfahren. Wenn er immer in der Führungsgruppe mit drin bleibt, kann im Zeitfahren nochmal was Gutes draus entstehen. Oslislock kommt, sprintet dann nochmal rein ins Ziel. Der Fuchser und von hinten Tom Müller leider alle abgehängt heute. Aber schön, wieder mal ein Etappensieg für uns, wo wir das Spiel ein bisschen ausgetrickst haben. Ist ja auch eine bekannte Taktik, so ein bisschen ja, Tempo machen. Dann, wenn kein anderer fährt, dann muss ich halt immer erst einer finden, der wieder Tempo macht und in dem Moment zu attackieren. Ist halt eine beliebte Taktik, ist aber auch ganz klar. In der Realität ist es genauso. Es muss sich immer erst jemand finden, der dann wieder das Tempo macht und die filmen schon wieder in die falsche Richtung. Ich werde es einfach nie verstehen. Kann das denen nicht einmal irgendjemand sagen? Jungs, nach hinten filmen, wenn ihr vorne fahrt. Meine Herren. So, also, vielleicht kriegen wir jetzt endlich mal ein Date mit Lena Gerke. Da ist er auch schon links. Links kommt sie. Ist wieder in den Jungbrunnen gefallen. Tag, Schwester. Okay, jetzt wird's merkwürdig. Obwohl, die Schwester küsst man ja durchaus auch mal auf die Backe. So ist es ja auch nicht. 14 Sekunden haben wir uns sogar rausgefahren. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, dass da ein Zeitabstand gemessen wurde. Daniel Munz hat das Bergtrikot. El Navarro, das klingt doch einfach schon sexy. Gerke hat die Punktewertung. Die Nachwuchsfahrerwertung hat er sowieso vor Daniel Munz und Pierre Latour, Michael Schmidt und Marc Soler. Ja, der Marc ist so leer. Unfassbar. Früher war er noch voll. Jetzt ist er leer. So, also Baskenland-Rundfahrt, erster Sieg wieder mal für uns. Boah. Vielleicht müssen wir im Schwierigkeitsgrad doch nochmal eine Stufe höher gehen. Aber nicht bei Paris-Roubaix. Das werde ich sowieso wieder verkacken. Ihr kennt ja meine Kopfsteinpflaster-Skills. Die sind echt grandios. Da kann mich keiner schlagen, außer vielleicht, ja, jeder von euch wahrscheinlich. So, das Geldepreis ist wieder dieses langweilige Profil mit diesen drei Kopfsteinpflasterstücken, was es ungefähr 12 Mal gibt in diesem Spiel. Das finde ich immer ein bisschen schade. So, dann belassen wir es mal bei dieser einen Etappe. Wir haben mal wieder das Führungstrikot auf unseren Schultern von Bilbao nach Vitoria Gasteiz. Ja, das Baskisch ist einfach wunderschön. Das ist eine sanfte, melodische Sprache. Da geht einem einfach der obere Knopf der Hose permanent auf. Und man kann ihn nicht zuhalten. Also nach Vitoria Gasteiz geht es in der zweiten Etappe. Da gibt es viele, viele Bergwertungen. Die Ausreißergruppe wird wieder unser sein. Und dann versuchen wir wieder unser Führungstrikot zu verteidigen mit Jonas Edward Gerke, der sagt, Gerke wird sein. Nee, er, über ihn wird geschrieben. Natürlich sagt er nicht von sich in der dritten Person. Ein Lotta Amadeus hat es gar nicht nötig, von sich in der dritten Person zu reden. Gerke wird sein Trikot als bester Nachwuchsfahrer heute nach Kräften verteidigen, indem er bis zum Ziel an den Anführern kleben bleibt. Das finde ich. Also besser hätte es Spiegel Online jetzt auch nicht recherchieren können, oder? Grandios. Das nenne ich mal investigativen Journalismus, der hier betrieben wird. So, also bis zum nächsten Mal im Baskenland. Ciao, ciao.